Zigaretten, Zeitschriften, Brillen. So, Lieferung. Zigaretten. Zigaretten, Zeitschriften. Brillen. Und dann Eis. Aber haben wir nicht noch Eis? 981. Haben wir nicht noch Eis? Ich dachte, wir haben noch Eis. Und vielleicht noch ein bisschen Gebäck. Wie viel? 1100. Okay, das kriegen wir hin. Ich glaube, es reicht, ne? Autopflege haben wir noch. Alles klar, let's go. Da können wir nochmal bestellen. Da können wir nochmal bestellen dann. So. So, du alter Schmierfuß. Was ist das denn? Warte. Zack. Einmal weg. So. Kratzentferner, ja, die werden nicht so günstig sein, glaube ich, aktuell. Die sind noch nicht so wirklich im Preis gefallen. Zu spät? Wofür? Wofür denn zu spät? Du hast den Kojoten. Ja, 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 ich habe noch diesen Bären hier, diesen ausgestopften, den ich auch irgendwo gefunden habe. Den Kojoten, ich weiß, wo packe ich den mal hin? Ich weiß gar nicht, wo ich den... Da geht nicht. Der Bär kann noch raus. Was? Was kann der Bär? Warum hast du denn Bären so sehr? Ich wusste nicht, dass du eine Aversion gegen Bären hast. So, okay, let's go. Lieferwagen. Gibt es im Spiel auch Jahreszeitenwechsel? Naja, das Spiel spielt in der Wüste. Was erhoffst du denn da vom Frühling? Nur mal so gefragt. So. Wir sind lieb zu Bären. Nein, ihr hasst Bären offenbar. Der Chat hasst Bären. Ich weiß nicht genau warum. Ich sehe hier nur Bärenhass im Chat. Arme Bären. So. Dülülü. Nur mal kurz für die Leute an YouTube, ne? Auf YouTube später. Offenbar hasst der Chat hier gerade Bären. Die hassen alle Bären. Da stehen nur furchtbare Dinge über Bären. Ganz furchtbare Dinge. Ganz furchtbar. Lebendig die Haut abziehen. Die Haare epilieren. Da stehen nur... Solche Sachen stehen im Chat gerade. Weiß nicht, was hier los ist. Ich glaube, die sind einfach nur alle voller Hass. Schlimm. Bärenbraten bei lebendigem Leib. Huch. Tschüss, ihr beiden. Haben die ein Date oder was? Da geht dich gar nichts an, Markus Maria Profitlich. Okay, warte, dann hier nochmal. Sagt er, der Bärenjagd? Nö, ich habe den Bären gerettet aus dem Auto. Von einem blutrünstigen, wahrscheinlich ein Chatmitglied, das hier durchgefahren ist. Man weiß es nicht, also... Die Leute, die hier durchfahren, sind alles Leute aus dem Chat. Das erkennt man zum Beispiel, ich meine, man sieht es ja am Gesicht schon auch ein bisschen, ne? Hier, guck mal. Oder? Eindeutig jemand aus dem Chat. Also, würde ich einfach... Weiß ich nicht. So, warte, Aufgabenliste, die Kasse. Und du... Bezahlung, alles bezahlen. Und dann Aufgabenliste, Tankstelle reinigen. So. Gronkh, die späten Jahre. Nee, brauchst du gar nicht so versuchen, Cypher Draconis. Nee. Den Spieß so billig umdrehen, das funktioniert ja nicht. Nee, 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 nee. Das ist ein netter Versuch, aber no. So, okay. Gut, das haben wir. Wir müssen Sachen einpflegen, ne? Eis haben wir noch ein bisschen. 5, 5, 5, 5, 5. Düdelüdel, düdelüdü. 5, 5, 5, 5, 5. So, okay, hier nochmal. Snacks können wir auch mal wieder kaufen. So. Bären zahlen keine Steuern und wollen immer nur anderer Leute Sachen. Zum Teil kann ich schon verstehen, warum sie unlieb sind. Huch. Boah, alter, voll. Mach's gut, Karen, ne? Tschüss, Karen. Wiedersehen, Karen. Karin. So, alles klar. 10, 10, 10, 10. Okay, 10, 10, 10, 10. So. 5, 5, 5. Und dann hier nochmal. 5, 5, 5. So. Okay. Das haben wir. Da ist nichts mehr, ne? Kunden an Werkstatt? Oh nein. Oh, shit. König George ist wieder aus dem Dschungel geflohen. Na, Lecco Mio. Zweite Eistruhe? Was? Nein. So, was darf's denn sein? Kunden an Kraftstoff, da gucken wir gleich mal. Aber erstmal hier zwei Reifen, sagst du. Wow, was hat denn der... Der George hat aber ordentlich gearbeitet hier, ne? Ich habe das Gefühl, er ist schneller als ich. Kann das sein? So. Okay. Ja, langsam ist das Game nicht mehr so stressig, wie noch vor kurzem, als wir da gar keine Mitarbeiter hatten. Mit Mitarbeitern ist das schon deutlich entspannter. Auch wenn wir hier... Wir kommen trotzdem nicht zur Ruhe, aber... Ja, ich wünsche, wir könnten mehr als 5 Mitarbeiter haben. Das wäre vielleicht mal ganz angenehm. So, warte, ich gehe mal ganz kurz die Autos tanken. Weil das Problem ist, die sind ja gleich wieder platt, die Mitarbeiter. Die wollen ja Pause haben. Und bei so einem großen Betrieb ist Pause einfach nicht drin. Genauso wenig wie Weihnachtsgeld oder generell frei. Wochenenden sehe ich eher nicht. So. Schlaf ist ehrlich gesagt auch überbewertet. Oder? Im Schlaf, ich meine, Schlaf ist ja, im Grunde genommen ist es ja Bewusstlosigkeit. Mehr ist es ja nicht. Wer will denn schon einfach am Tag einfach nur bewusstlos sein? Okay, ich sehe jetzt schon, wie viele im Chat schreiben werden. Ja, ich. Sehe ich jetzt einfach schon. So, okay. Achso. Eine Zündkerze. Hier, zünd die Kerze. Da. Raus damit. So. Oh. Oh, super. Entschuldigung, ich giere gerade ein bisschen. Damit ich schnell wieder reden kann. Furchtbare Einstellung. So. Ich sollte bei denen nicht gieren. Die Panade reißt mir gerade den Hals von innen auf. Ups, Schluck auf. So. Wir müssen von denen hat man doch so viele, ne? So endlos viele. Jetzt habe ich wirklich Schluck auf. Weiter los. Ich habe geschlungen. So, Autoteile, zeig mal her. Kühlmittel haben wir. Zündkerzen würde ich vielleicht noch ein paar kaufen. Na, wir geben wieder ein bisschen Geld aus, um wieder Geld zu verdienen. Batterien, oh, super. Mach nochmal. 32 kaufe ich nochmal. Auch wenn wir gerade schon welche haben. Motoröl, weil es gerade günstig ist. Komm. Oh, wir haben nicht so viel Geld, ne? Ich sollte nicht so protzen damit. Okay, warte. Oh. Und eigentlich wollte ich Reifen kaufen, aber die sind noch teuer, ne? 70, ja. Okay, Batterie haben wir. Kühlmittel haben wir ehrlich gesagt genug. Weißt du was? Ich kaufe erstmal das hier. Batterien reichen auch 16 erstmal, ne? Wir haben ja noch welche. 10 Reifen. Ne, die sind teuer gerade. Guckt mal den Preis an. Ist viel zu teuer aktuell. Wir haben ja noch Reifen da. Wir brauchen die nicht unbedingt. Kratzstifte haben wir auch noch ein paar. Ich kaufe die, wenn die günstiger sind. Wir werden die richtig voll machen auf jeden Fall. Aber ich kaufe ja nicht. Ich kaufe ja nicht, wenn es teuer ist. So, ganz kurz, unser Kfz-Meister kommt hier gleich, ne? Der George heißt er nämlich. Pass auf, der wird bezahlt. Ich kann doch mal alle bezahlen hier. Just for fun. Aufgabenliste, Autos reparieren. Hiroki, Aufgabenliste, tanken. Nina, Aufgabenliste, Tankstelle reinigen. Sie ist noch an der Kasse, ne? Ja, okay, super. Gute Nacht, eigentlich schlafen gehen, schlaft schön. Schlaft recht schön. Dann gehe ich mal ans Telefon, wa? Kunde an Kraftstoff, Kunde an Werkstoff, haben wir alles gemacht. Regale sind soweit auch aufgefüllt. Also eigentlich könnten wir gleich mal, just for fun, mal gucken, egal was der Onkel will, sind wir, glaube ich, auch safe, ne? Lass mal ans Telefon gehen. War ein Witz, ich wollte die Tankstelle ausmachen. Nein, Doppelwitz. Okay, warte. So. I must admit, the progress you are making is something to admire. There's no shame in calling you more than family. A business partner. But still, you owe me some cash, don't you? Relax. Once you have the money, just call me. No rush this time. 5000? Lame. Junge, ganz ehrlich, habe ich gerade ins Business investiert. Ich melde mich in einer Woche. So. 5000? Ernsthaft? So wenig? Ich meine, von mir aus. Was ist denn hier schon? Du brauchst gar nicht hupen. Du machst die Scheiße hier. KI anders kreativ. Boah, Alter, die sind ja alle... Wollen Sie Fritten dazu? Fritten dazu? Wollen Sie Fritten dazu? Fritten dazu? Möchten Sie Fritten dazu? Fritten dazu? Oh, seine Hand draußen. Fritten. Will niemand meine Fritten? Und so starb die einsame Frittenfrau, einsam und vergessen im Staub der kalifornischen Wüste. RIP Frittenfrau. So. Okay, dann hier nochmal Rainer. Wupp und Rainer. Oh, Entschuldigung, das kommt natürlich wieder hier rein. Entschuldigung, das ist mir gerade entglitten. So. Kippen dazu? Wollen Sie Kippen dazu? Kippen dazu? Hm? Kippen? So, neue E-Mail. Ja, ich guck mal die neue E-Mail, bevor die Leute wieder durchdrehen, ne? Mail. Ah, super. Sandstürme. Ein großer Gefallen. Das war's. Viel Glück. Cool. Ach so. Was? Ich habe gehört, dass einige Leute sich für die Region interessieren. Vielleicht werden wir in naher Zukunft etwas Großes von ihnen sehen. Als versierter Geschäftsmann würde ich sagen, dass du die Augen offen halten solltest. Hier sind ein paar Links, auf die du einen Blick werfen solltest. Natürlich nur, wenn du etwas Zeit findest. Die Links funktionieren sehr gut hier. Die funktionieren sehr gut. Viel Glück, kleiner Neffe. Okay. Hat ja auch noch, wer weiß, du hast gerade mal angefangen, wer weiß, was die Zukunft bringt. Das wissen wir natürlich noch nicht. Das wissen wir natürlich noch nicht. Okay. Aber wir rufen Onkelchen an, sobald wir fit sind hier, ne? Kann nicht mehr lange dauern. Spätestens beim nächsten Partybus. So, ganz kurz. Alter, du willst mich verarschen, ne? Alter, dieser Job. Kündig ihm endlich. Das ist der neue William. George ist der neue William. Was war das? Hiroki, was war das denn? So. Jo, Tankstelle ist komplett ausgebaut. Das ist richtig. Wir haben jetzt alles. Auch wenn man es nicht sieht. Außer Carwash, weil die gibt's ja noch nicht. Die kommen erst noch. Das hier wird Carwash. Irgendein Update. Ja, halt doch mal die Schnauze jetzt hier. So, also nicht ihr, sondern der. William war ein Held? Was? Was? Habt ihr den anders in Erinnerung als ich? William, der Taugenichts, der nie was gemacht hat? Dem wir nichts zu verdanken haben? Hä? So. Der Lülü, tschüss. Tschüss, tschüss. Ach, schön, wenn alles läuft, ne? Schön, wenn die Leute da arbeiten und so. Das ist schon nice. So. Ja, stimmt. William ist noch richtig gerannt. Das stimmt. Der ist geflitzt einfach. Wenn was zu tun war, der ist immer geflitzt. Guter alter William. Ich hoffe, es geht ihm gut, wo immer er auch ist. So. Ice Cream. So. Dann hier mal wieder ein bisschen, ne, ab und zu mal. Auch als Chef gehe ich hier gerne nochmal selbst durch die Regale und fülle nochmal nach. Hier muss ja alles noch so ein bisschen den Schriftzug haben, ne? Das liebevolle Kümmern. So. Ah, dann können wir bald wieder Alkohol nachbestellen, na klar. 10, 10, 10. Weißt du was, die 5 auch noch? 10, 10. So. Ach ja. Der Polizist wollte einen Polizeihut kaufen, hat er seinen verlegt, oder was? So, die blauen Helme kauft halt niemand, ne? Die kauft halt wirklich niemand. Ich glaube, das sind Baustellenhelme und wir arbeiten hier gerade in NRW. So, Brillen. So. So. Der geht nicht rein? Okay, schade. Ah, Junge, 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 Junge. Nice. Ich find's gut, wenn's läuft. Gefällt mir sehr gut. So. Noch ein bisschen fegen. So. Hey, hier sind nicht nur Baustellen, es gibt auch Ruinen. Ja, das ist wirklich so. Oder Lost Places, mitten auf der Autobahn. Malte, Dankeschön. Liebe Grüße zurück nach Wolfenbüttel. Alte Nachbarstadt. Liebe Grüße. So, ich guck gleich mal, ob wir noch was ausbauen können, ja? Fusselfan, haust da rein. Oh, Amelie haut aber ab. Okay, warte. Warte. Juan, pass auf. Hier ist dein Geld. $0. Der hat ja schon. Und bitte in die Kasse. Typisch Chat. So, ich schaue noch mal ganz kurz. Dekoration brauchen wir nicht, ne? Einrichtung hatten wir alles. Im Außenbereich haben wir, glaube ich, wirklich alles schon gemacht, ne? Ja, wir haben alles. Guck mal, hier ist alles zu. Es ist alles gemacht. Es gibt nichts mehr, was wir kaufen können. Nils, Dankeschön, lieber Nils. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Ich würde vielleicht noch... Hä, warum waren die so klein? Hä? Die waren halt viel kleiner. So. Ne, so. So, ne? Kann man machen. So, ja, da ist der richtig gut nicht dabei. Was sind die Fische auf der Kasse? Das sind Maskottchen. Alles Fisch ist unser Wahlspruch hier. Fisch auf den Tisch. Alles Fisch auf den Tisch. So, hier. Zeitung rein, Zeitung rein, Zeitung rein, Zeitung rein, Zeitung rein. Sag mal, Partybus wird mal wieder Zeit, ne? Muss dann auch wieder Produkte nachbestellen. Jubisan, Dankeschön. Vielen Dank. Einfach so. Na gut. Dankeschön, Jubisan. Vielen Dank. So, hier ist ruhig. Wir haben die 5000, ne? Ich wollte es nur sagen. Aber ich gebe die nicht sofort weg. Wir machen noch ein bisschen mehr, dass wir die bezahlen können. Wir brauchen noch ein bisschen Puffer. Wir müssen noch ein bisschen Waren bestellen. Ich würde sogar erst Waren bestellen. Snacks, Alkohol. Snacks, Alkohol, Carcare. Snacks, Alkohol, Carcare. Snacks, Alkohol, Carcare. Mist. So, lassen wir machen. Snacks, Alkohol, Carcare. Produkte. Snackety Snacks. 1, 2, 3. Snacks. Snacks. Alkohol. Cool. Ist gerade alles zu moderaten Preisen da. Und Autopflege. Wie viel können wir noch? 1185 haben wir. $1305, okay. Müsste gehen, ne? 1375. Sollte reichen, dann würde ich vielleicht noch ein paar Zigaretten kaufen. $1425. 65. Müsste gehen. Let's go. So. Ladadadam, dadam, dadam, dadam. Jetzt haben wir noch 3-1, aber das ist okay. Das ist völlig okay. Das wird ja alles wieder verkauft, ne? So. Din, di, di, di. Di, 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 di. So, hier mal ein bisschen hinterherwischen. Reparieren, tanken, Kasse. Es ist so ungewohnt, dass ich so wenig zu tun habe. Es macht mich nervös, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen oder vergessen. Das macht mich kirre. So, na gut. Kunde an Kraftstoff. Ja, müssen wir nicht machen. Easy. Komisch. Also ein paar Autoteile, die du einräumen darfst. Ja, okay. Gucken wir mal. Bei mir kam der Bus immer zum ungünstigsten Augenblick. Ja, hier wahrscheinlich auch gleich. Aber ich versuche es hinzukriegen. Kraftstoffstatus. Oh, shit. Okay, das ist wichtig. Scheiße. Muss ich leider sofort machen. Scheiße, 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 scheiße. Ich hätte den PC im Lager nutzen können, ne? Ich gewöhne mich aber nicht dran. Lieferung. Kraftstoffvorrat. 1000. 1100. Let's go. So, jetzt aber. Ülen! Gronkh, du hast im Lager auch ein PC. Habe ich doch gerade gesagt. Hätte ich nutzen sollen. Hast du recht? Hätte ich nutzen sollen. Aber wieder nicht dran gedacht. So. So. Oh, Hitman 2 wurde gerade gewonnen von Kulinarisch. Falls du noch da bist, also falls du noch wach bist, meine ich. Glückwunsch. Viel Spaß mit dem Hitman 2. Nicer Dicer. Cool. So. Nutzt doch die Zeit zum Streichen. Welche Zeit? Achso, du meinst, wenn ich zwischendurch mal nichts zu tun habe und mich das verwirrt. So, kein Kraftstoff natürlich. So, warte, warte. Ich finde, es fehlen noch Banditen, gegen die man sich schützen muss. Rice Bunny, spiel mal selber. Nur just for fun, mach mal. Dir wird nichts fehlen. Du hast genug zu tun, glaube ich. Du hast genug zu... Oh, kulinarisches ist da. Cool. Nice, nice. Tschüss, ne? Hideki. Ilen! Ilen, hier drüben, Ilen! Ilen! Warte. Buh, hinter der Palme, Ilen! Hat er sich erschrocken, fällt aus dem Auto. Ilen, mach mal bitte. Zeig mal deinen Schlauch, Ilen. Bitte. Zeig mal deinen Schlauch. Oh, geil, Ilen. Das Rad. So, Kasse läuft noch. Da mache ich immer schnell manuell. Werkstatt natürlich. Gleich kommt der Partybus. Ich rieche es bereits. Ich rieche es in meinen Nüstern. 5, 5, 5, 5, 5. Wer sich wundert, warum ich immer 5 mache, ich versuche von allen Produkten möglichst was zu machen, weil Leute immer was anderes kaufen wollen. Deswegen versuche ich an der Produktvielfalt anzubieten, damit die immer was zum Kaufen haben. Deswegen mache ich immer 5, 5, 5. Und ich bin ganz ehrlich, dieser Balken da unten ist super nervig. Das ist echt nicht geil gemacht. So, dann hier noch. Okay, cool. Alles drin, alles dran. Kippen haben wir noch. Car-Care. Hier kann ich 10 machen. Das Regal ist riesig. 10, 10. Okay, ist voll. Cool. Da in den Müll. How can you work here? Ilen! Nachhaltigkeit, Ilen! Ilen, Nachhaltigkeit! Ilen, guck mal hier! Nachhaltigkeit! Ilen! Ilen! Entschuldigung. Bin so aufgedreht. Ah ne, Kraftstoff erstmal, ne? Achso. Okay, warte. So. Ich überlege manchmal, ob wir auf diese Alt-F4-Witze, ne? Ob wir den Timeout erhöhen sollten. Es ist so lästig einfach, diese, oh, es ist so lame, diese Witze sind so, weiß ich, ich streame jetzt seit ungefähr, wie lange Zeit? 8 Jahren oder so? Und es ist immer der gleiche Ranz-Joke. Oh, ich kann den nicht mehr lesen. Oh. Und immer die gleichen Leute übrigens auch, ne? Immer die gleichen Leute. Also die gleiche Art, so. Uff. Uff. Überlege ich manchmal, ob ich den nicht hochsetzen soll, den Timeout. Statt 10 Minuten einfach sagen so, weißt du was, komm, mach mal 24 Stunden oder sowas. Der ist einfach so, oh, oh. Meine, ist einfach so, als würde mir Blut aus den Augen kommen langsam, wenn ich ihn lese. Auch, ich lese ja trotzdem, wenn es timeoutet ist. So, warte, hier. So, 1 Jahr. Ja, wollen wir das einfach machen, weil, oh, ganz ehrlich, das ist so inzwischen, oh. Huh. Ich schreibe auch extra in die Chatregeln, keine alte 4-Witze, bitte. So, Kunden an Werkstatt, oh shit. Ach, Opa ist nicht mehr da, ne? Scheißendreck, hier. Ich buckel euch beide mal hoch, dann könnt ihr nicht wegfahren. Nein! Nein! Sie geht, oh shit. Hab ich verpasst. Hab ich einfach verpasst. Naja. So, warte. Falscher Spiegel. Falscher Spiegel. Okay, nein, hier. So, Kraftstoff wieder einer. So. Okay, dann. Die Zündkerze. Flupp. So. So. Was ist die verbleibende Zeit der Herausforderung? Die Herausforderung ist Buggy. Die existiert gar nicht mehr. Also vielleicht kann man die schaffen, also vielleicht kann man die machen, aber ich... Das war ja noch eine andere Stage vom Onkel. Und die ist optional, aber die kommt irgendwie immer wieder, ich weiß nicht warum. Vielleicht kann man die immer wieder machen, aber ich bin ganz ehrlich, das ist so... Das Schlösserknacken ist so... Ist ungefähr wie das hier. So, warte. So. So. Let's go. That'll do. Thanks. Corpse Tree ist Diplomträger, glaube ich, ne? So, Kraftstoff haben wir gemacht. Juan ist da. Ich warte ehrlich gesagt auf den Partybus. Da müsste doch bald mal schallern. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Stinkt ja die ganze Zeit, aber ich fühle mich aber wohl. Level 8, okay, nice. Woo! Entschuldigung. Gib mir den Müll. Entschuldigung. Ich habe mir alles erlaubt, ich bin populär. Okay, cool, voll geil. Ich dachte auch zuerst, der ist abgestürzt. Ich muss dringend speichern gleich, ne? So, dringend mal speichern. Fupp. Was macht das jetzt mit der Popularität? Nix, ne? Man sollte meinen, da kommen mehr Kunden, aber ich glaube, irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Kundenwerkstatt, okay, alle wieder da. Pass auf. Ich glaube, es wird Zeit. Angestellte, ich glaube langsam, ich habe es einmal ein Gefühl. So, alle bezahlen. Dann Aufgabenliste. Du musst Tankstelle reinigen. Du musst tanken. Und du musst Aufgabenliste Autos reparieren. So. Ich glaube, Kasso ist unbesetzt, ne? Ne, ist noch besetzt. Okay, gerade noch auf den letzten Meter. So.